Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TFF Test und heute haben wir mal wieder ein schönes Discounter-Produkt im Angebot, die Attila von Weco aus dem Penny, 2,99 € kostet diese Fontäne, 50 Sekunden Brenndauer haben wir und wir schauen einfach mal, was da drin steckt und testen das mal, viel Spaß. Ja, packen wir mal aus, das Ganze fühlt sich recht leicht an. Und hat das Penny Design von Weco extra für Penny designt. Mir gefällt das Design persönlich immer nicht so gut von Penny. Ich finde es ziemlich langweilig. Und wenn man jetzt Batterien hat, die dieselbe Größe haben, kann man die meistens gar nicht so genau unterscheiden, weil die einfach genau gleich aussehen. Weiß und hier oben das Goldene, also das ist immer gleich aufgebaut. Und die Attila hat hier unten noch so ein Bildchen. Und was ich auch sagen muss bei der Fontäne, unten schmal und oben breit, komisch, hoffentlich kippt sie nicht um. Ja, bei einer Batterie wäre das sehr unpraktisch, bei einer Fontäne geht es ja wahrscheinlich noch. Kommt drauf an, wie die Fontäne abgeht. Hier oben haben wir die Zündschnur. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze hin und testen mal, was die Attila kann. Viel Spaß! Wow, also das Crackling war dann doch ganz schön laut. Ich dachte am Anfang, es kommt nicht an die Merlin vom Aldi dran, aber es war dann doch ganz schön heftig. Von der Abwechslung her, ja, okay, zwei unterschiedliche Effekte, mehr waren es glaube ich nicht. Und ja, 50 Sekunden Brenndauer für 2,99 € kann man machen. Ich würde lieber die Palermo oder die, wie sie jetzt heißt, Merlin beim Aldi Süd nehmen oder die Laser beim Lidl. Die gefällt mir persönlich besser, aber wenn man nur einen Penny in der Nähe hat, geht auch die Attila und kann man auf jeden Fall machen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es ihr fandet und lasst uns auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute! Richtig geiler Scheiß! Eskaliert.